Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass du auch wieder da bist und willkommen zu einer weiteren Folge von Pioneers of Pagonia. In der letzten Folge, ja, war das mehr so eine ich orientiere mich und gucke mich mal um Folge, irgendwie sowas in der Richtung. Wir hatten ja diesen komischen Banditenüberfall, wo so eine ganze Horde von Banditen über uns hergefallen sind und natürlich aus unserem Bestand für Waffen und Rüstungen sich bedient haben und unsere Soldaten so dachten irgendwie so, wo ist hier ein Dieb? Ja, wir haben die dann manuell verfolgt und die Soldaten taten so gar nichts und sind auch nicht in der Lage, unbekanntes Gebiet aufzudecken und das bringt uns so ein bisschen in die Bredouille, um es mal so auszudrücken. Nun gut, nun gut, wir werden uns gegen das Lager zerstört. Wo auch immer. Okay, da war hier irgendwie was oder was? Oder ist das ein alter Eintrag? Mysteriöser Ort mit unbekannter Funktion wurde entdeckt. Den kennen wir ja. Großer Eber der Entschlossenheit. Genau, das hatten wir uns in der letzten Folge schon angeguckt. Und ich sehe hier hinten Tiebe. Ja, Momentchen mal. Ja, Momentchen mal. Da tun sich doch jetzt Möglichkeiten auf. Wo ist mein. Wow, wo ist der Wachturm? Hier alles ein bisschen schwierig. So, Diebe, die ich da sehe, und ich würde einen Angriffspunkt setzen wollen dort, wenn das denn geht. Dann geht es nicht, dann geht es gar. So, marschieren die dahin? Da tut sich was. Ich blende mal wieder hier die UI aus, um freie Sicht zu haben. Mich selber blende ich aber nicht aus. Ne? Keine Hoffnung. Ne? Also, das ist ganz klar. Wir sehen allerdings leider nicht allzu viel. Na gut, die Diebe kommen uns ein bisschen entgegen, das ist nett. Ah, jetzt, ah, sehr cool. Ah, immerhin. So, es wird natürlich jetzt heftig. Frage, können die sich durchsetzen, meine Leute? So teilweise wenigstens. Der eine da, der macht ganz schön Ärger. Oh, da kommt auch noch jede Menge andere. Das hört ja gar nicht mehr auf. Ach, jetzt wird auf einmal aufgedeckt. Das sind doch zwei Lager, wie immer. Eieieiei, das ist, nur bedingt von Erfolg gekrönt, was ich jetzt hier mache. Ah, immerhin, immerhin, immerhin. Boah, schlägt sich wacker. Der Gute. Aber diese Veteranen-Dinger oder wie die da heißen, da, keine Ahnung. Meisterdieb. Der Meisterdieb, ja, das ist hier der Hobbit, der ist wieder unterwegs. Mei, oh mei, der reißt hier aber alles ein. Aber die Lager stehen immer noch. Da muss doch mal langsam mal hier Ende Gelände sein. Jetzt ist er leider Ende Gelände und die beiden Dingensbums stehen noch. Okay, da sind Leute unterwegs. Vier an der Zahl, besser als nix. Militärakademie, Moment, sieben sind geordert. Kettenrüstungen habe ich keine, Eisenschwerter habe ich zwei. Wie sieht es denn hier mit Kettenrüstungen und dergleichen aus? Rüstungsschmiede. Die sind, das ist alles noch in Arbeit. Schlechte Planung. Sammelbare Pflanzen wurden entdeckt. Das ist schön. Jetzt kommen die vier da anmarschiert natürlich. Und werden ihr Glück versuchen. Davon kann man ausgehen. Fortschrittene Soldaten, einen Augenblick. Angriffspunkt, achso. Muss ich wieder zum Turm zurück, den Turm aktivieren, Angriffspunkt setzen. Wo waren die jetzt? Da.
Angriffspunkt, Attacke. Jetzt mit denen fertig werden, kann ich nicht versprechen. Durch den Angriffspunkt ist gerade gelöscht oder nur die Ansicht darauf. Soldaten kommen auf jeden Fall an, das ist cool. Ob die vier reichen werden, ist die Frage. Ja, mit den einfachen Dieben sollten sie einigermaßen klarkommen. Oha, ja, so viel dazu. Wir machen aber auch Ärger. Okay. Spawnen die ständig nach oder wie sehe ich das? Das waren die vier. Und hier rennen wenigstens noch drei rum. Von dem hier irgendwie einer wohl hier zugehört. Euch wird das Lachen noch vergehen. Dafür werde ich sorgen. Dafür werde ich sorgen. Auch wenn es noch ein bisschen dauert. Dingens, Bummens, Bammens. Ich würde mal sagen, erstmal hier so und dann sehen wir weiter. Tja. Wieso ist das denn immer noch? Nein, das ist vollkommen falsch. Mach ich denn dafür einen Mist? So, ich habe 5 Lanzen, 3 Eisenschilder, keine Rüstungen, 2 Eisen. Oh mein Gott. Schlechteste Ausstattung ever. Rüstungsschmiede ist mit entsprechenden Aufträgen noch gesegnet. Dann Abenteuergilde, brauche ich nicht. Erstmal Wachturm. Moment, falsch. Ich suche was ganz anderes. Steinmühle, Steinmetz, Loh. Wo ist denn? Ach da, da ist die Waffenschmiede. Ich brauche Eisenschwerter. Jede Menge. Mach da mal ein paar. So. Das wird uns mit den Dieben noch ein bisschen beschäftigen. Immerhin haben wir die Zahl reduziert bekommen. Ich weiß allerdings nicht, ob die da nachwachsen. Das kann ich jetzt nicht versprechen, ob das jetzt so ist oder nicht so ist. Wie sieht es hier mit dem Wachturm aus? Eine Veteranenwache, ist das euer Ernst? 10 habe ich geordert. Ja, ist richtig. Wo ist denn der Rest? Tot oder was ist da passiert? Ach so, okay. Ich hatte doch entsprechende Lanzen, hatte ich doch produziert. Habe ich vergessen, die zu rekrutieren? Nee, die sind doch hier. Ach, die brauchen noch die Kettenrüstungen und die werden im Augenblick nicht gemacht. Ah, alles klar. Rüstungsschmiede, der muss noch. Wie lange braucht er für so ein Eisenschild? Ach, der hat schon mal einen von den Kettenrüstungen gemacht. Alles klar. Wechselt der sich immer ab? Macht er mal das eine oder das andere? Interessant. Alles so Fragen, die ich selber noch nicht beantworten kann, weil ich sie nicht weiß. Also die Antwort darauf. Eisenschwert wird gebaut. Kohle und Eisenbarren braucht der Gute. Wie sieht's denn hier mit Eisenbarren aus? Mau. Um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Gut, ich habe immer noch das Thema Kupfer. Ich komme jetzt so nix. Stein, Moment mal. Kupfer, Stein. War hier nicht noch mehr Kupfer? Ist auch Kupfer? Der Sound ist immer noch ein bisschen komisch. Ich habe immer so leichte Aussetzer.
Gut, damit wir mit dem Kupfer mal endlich zu Rande kommen. Wo haben wir ihn? Da, Kupfertagebau. Oha, 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 oha. Dann würde ich vorschlagen, Kupfertagebau da so hin. Weg. Da so hin. Damit das endlich auch mal abgeschlossen wird. Ne, dann haben wir das dann auch demnächst fertig. Und es geht dann noch um die Wachtürme, die besetzt werden müssen. Macht dieses Wildschwein hier Theater? Moment. Da kann ich was, da habe ich was dafür. Ja, das ist jetzt nicht von irgendeinem Medizinhersteller oder so, ne, sondern das ist jetzt aber handfest. So. Von wegen hier meine Leute verscheuchen. So weit kommt's noch. Schon genug mit Dieben und Banditen und hast du nicht gesehen zu tun? Da kommt er mir so. Wie viele Leute sind denn hier schon wieder vor Ort? Ich sehe 3 normale Diebe und wenigstens 4 normale Diebe. Und wenigstens 3 geschickte Diebe oder so. Das sind, die spawnen nach. Das sind wesentlich mehr. Das sind 6, 7. Die spawnen nach. Das heißt, wenn man die nicht sozusagen in der ersten Runde, ne, alle niederkriegt, dann ist da, also das Lager nicht zerstört, so rum, dann ist da Ende Gelände. Kupfervorkommen entdeckt, das ist schön. Gegnerisches Lager wurde entdeckt, das sind die Geschichten, die wir, ja, das ist in Ordnung. Mysteriöser Ort, unbekannte Funktion, alles klar. Ja, diese beiden Diebeslager, die machen mir ja echt Kopfzerbrechen. Ich brauche da mehr und stärkere Leute, sonst komme ich da nie weiter. Soldaten. Ich würde die vorziehen, die Veteranensoldaten, aber ne, das Material, was ich dafür brauche, die entsprechenden Rüstungen und dergleichen. Habe ich nicht in der Richtung. Moment mal, habe ich genügend Holzschilder? Fällt mir gerade mal so auf. Ich glaube nicht. Glaube nicht. Alles so ein bisschen aus dem Augen verloren. Im Eifer des Gefechts. Wo ist die Holzwerkstatt? Da hat natürlich wieder nichts zu tun. Du machst erstmal Schilder und so ein bisschen abwinken. So. Folgendes, ich speichere mal. Und dann würde ich das Ding einreißen. Das ist der Punkt. Ach so. Nee, kann ich gar nicht. Nein. Gottes Willen. Ich muss ja hier die Zahl hochkriegen. Und da kriege ich nicht, wenn ich hier die Türme einreiße. Was ich natürlich machen könnte, ist, dass ich hier noch einen weiteren Turm hier so hinsetze. Das ist natürlich jetzt durchaus machbar, aber ändert nichts an der Tatsache, dass ich nicht genügend Wachen, Soldaten, was auch immer habe. Ja, du hast den Bau begriffen. Fokuspunkt könnte ich legen, so hier in diesem Bereich. Ja, das Wildschwein macht da nämlich ziemlich viel Ärger. Ist nicht so gut. Gar nicht so gut. Warenlager voll. Okay.
Und sein Lagerbestand ist auch voll. Braucht aber seine Zeit, bis er so seine Eisenbahn da produziert hat. Vielleicht eine zweite Schmelze bauen? Wäre das eine machbare Lösung? Sofern ich hier noch einen hinkriege. Ja, ich habe lustige Einfälle. Das ist, hier würde ich eigentlich hinbekommen. Hier nicht, aber hier eventuell. Ich mache das einfach mal. Einfach mal so eine zweite Schmelze hin. So. Was ist eigentlich hier mit dem Holzabbau? Findet der statt? Findet er nicht statt? Warenlager voll. Was ist mit ihm? Kümmert sich um Bäume. Das sieht hier auch ganz gut aus. Das hat sich ganz gut hier weiterentwickelt. Da ist kein Bedarf. Gegnerisches Lager. Erstmal, das sind immer noch die beiden. Tja. Ah, ich tue mich aber mit dem Ding hier. Eigenschaften Kampfstärke 6. Okay, Moment mal. Kampfstärke, das muss ich mir mal merken. Kampfstärke 6. Geschickter Dieb. Ah! Geschickter Dieb verkleidet sich und versucht, ungesehen Waren aus Stapeln zu stehlen. Das haben wir ja schon gesehen. Diebslager. Verkleidet sich als Zivilist, um zu stehlen. Immun gegen Angriffe während verkleidet. Ah, stiehlt Waren. Alles klar. Ja, das haben wir auch gehört. Kampfstärke 4. Also dann wären wir mit unseren Leuten immerhin um 2 Points drüber. Dieb, der hat sogar nur 2. Das ist, ja. Na gut, dann machst du jetzt natürlich die Anzahl. Ne? Ganz klar. Folgender Plan. Wenn ich da solche Probleme habe. Wäre es wahrscheinlich keine schlechte Idee, hier noch weitere Wachturm hinzusetzen. So. Nein, erstmal nicht, später. Und ja gut, also wenn dann die. Die auch nicht. Aber. Gerne entweder der eine oder der andere, je nachdem. Das wäre jetzt so der nächste Plan. Ich muss die Zahl der Arme, der räumt da. Das ist nur einer. Das ist die Frage, wie weit gehen die? Haben die da noch diesen Angriffspunkt aktiv oder sammeln die sich hier an dieser Stelle, wo der Patrouillenpunkt ist? Ich glaube, letzteres. Das ist okay. Lass die da mal patrouillieren. Oh. Achso. Einer von den Entdeckern. Ja, okay, der geht aber. Der gibt Fersengeld. Die sind im Augenblick dazu zweit. Einen Augenblick, das habe ich noch vergessen. Patrouille würde ich dann auch erstmal hier hinsetzen. Wo sind sie da? So, alles weitere später. So. Fünf Veteransoldaten habe ich hier tatsächlich rum existieren. Okay. Mm-hmm.
machen wir das doch so. Wenn ich da 5 Stück von habe, setze ich die doch hier schon mal ein. Da sind jetzt 4 meiner Leute versammelt. Und da kommt der Rest, wenn man so will. Wenn ich das richtig sehe, 6 Mann. Das ist cool. Dann sind wir komplett. Müssten ja dann insgesamt 10 sein, ja, ist ja der Fall. 4 da oben, 6 unten. Die marschieren da lustig dahin. Und dürften sich dann da auch sammeln. Genau, das warte ich erstmal ab, bis die da alle komplett sind. Das sieht sehr gut aus. Ja, dann werden wir uns dann in der nächsten Folge da mal um die beiden Lager da kümmern, in der Hoffnung, dass die Leute das jetzt da gerockt bekommen. Ansonsten muss ich dann nochmal eine zweite Welle irgendwann starten, wenn denn hier das zweite Wachbomben hier vorne fertig ist. Kann also noch ein bisschen dauern. Wie gesagt, Aufgabe für die nächste Folge. Ich danke für eure Unterstützung. Ich danke für deine Unterstützung. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr hier mit dabei seid. Und bis nächste Folge dann. Ich wünsche euch wie immer alles Gute und genießt die Zeit.